Können wir beim nächsten Mal wieder mehr machen. Niemand geht an meine Crew. Aua, doch nicht von hinten. Hallo? Und gute Nacht. Stopp! Und übers Geländer, komm. Das ist doch ewig. So, wunderschön. Wir sind also alle besiegt. Dann jetzt nach oben. Flap. Woo! Alle, hier ist noch einer. Pfoten weg von meiner Crew. Wunderbärchen. Wir haben also alle besiegt. Und jetzt verlässt sich die Crew nur noch darauf, dass wir das goldene Segel setzen, was wir gar nicht besitzen. Klang aber gerade episch. Goldenes Segel! Yeah! Woo! So gefällt mir das, meine Freunde. So gefällt mir das. Hallo, ihr Damen und Herren. Holzstoff, schwere Kugelmörsergeschosse und wir reparieren die Jack nochmal. Ich wollte eigentlich abfragen, aber reparieren ist, glaube ich, wichtiger gerade. Ich weiß ja nicht, in was für Gefechte uns die Hauptmission gleich versetzen wird. Oh, wollte ich gar nicht. So, na dann. Schiff besiegt und wir müssen nach da. Wir reiten den Wind so gut sie es kann. Natürlich reiten wir im Wind, denn wir sind Kinder der See. Woo! Auch wenn wir voll gegen den Wind strömen eigentlich. Ich finde, dass dieses gegen den Windström ein bisschen schlecht umgesetzt wurde, weil im Endeffekt fährst du trotzdem. Obwohl der Wind eigentlich in eine vollkommen andere Richtung bläst. Man weiß aber auch nicht, ob einige Dinge vielleicht in der Beta-Version nur sind, ob das nur in Testweise ist alles. Oder Assassin's Creed 5 soll dann nachlegen mit einigen Teilen. Kann man ja nicht wissen. Sag nur das Wort, Captain. Kann ich die entern? Greif die Top- und Bramsegel! Oh, das ist recht schön, das ist ein recht großes Schiff. Feuer! Und sie sichern sich uns! Lasst die dafür bezahlen! Ich habe jetzt nicht wegen dem kleinen Schiff angehalten. Oh, was ist denn hier passiert? Alter. Ist hier Krieg gewesen oder was? Nehmt Druck vom Baum! Die Segel aufgeheim! Hält die da oder was? Moment. Einhol! Alle Segelbergen habt ihr nicht gehört! Hallöchen, Bester! Da sind die Feuer! Alle Hunde klar zum Feuer! Sie präsentieren sich uns! Das lief doch mal gut! Bezahlen. Bereit zu feiern! Feuer! Vorbei! Sind die Haken verlaffen und Rimmen! Sind bereit, so, Sir! Und... Feuer! Ja, zum Entern auf dein Zeichen! Das ging schnell! Bereit einholen und aufgehen! Wunderschön! Einfach mal so vor der Küste, vor dem Anlegen nochmal schnell ein Schiff gebettet. Warum auch nicht? Ab in die Wanden und heiß Bramsegel! So, und entern. Zieht sie ran mit aller Kraft! Ich habe das jetzt gemerkt, das kann ich als... Mit diesem Ding kann ich auch Feuerfässer schießen. Und das zerstört dann die ganze Crew. Feuerpass. Boom. Und gute Nacht. So, und los geht's. Bam. Und bam. Lalalala. Und rüber mit uns. So, steppt einfach alle. Der macht wieder mal was er will hier, oder? Edwards? So wirklich kontinuierliches Campen kann man das ja nicht nennen. Stopp doch einfach! Na also, endlich ist meiner tot.
Boah, ich kann nicht, komm mal hoch hier. Boah, Mist. Stirb endlich. Ja, Captain hat es besiegt, wunderschön. Und wir haben eine Brick erobert. Ja, wir haben eine Brick. Wir haben sehr viel Glück mit der Brick. So, hallöchen. Na ihr. Was ist mit dem Schiff geschehen? Ich... Kennen wir jetzt Flotte aufnehmen. Wir haben ja nicht mehr so viel Angst vor feindlichen Schiffen. So. Dann gehen wir mal darüber. Und segeln an. Hallöchen, hier bin ich, euer Freund und Helfer. Du siehst nur die Klippen, Alter. Hör mal auf, Kippen zu dir zu nehmen, ja. Nein, natürlich springt er daneben. Ach, Edward. Immer mehr, Captain, im Meer. Wow, komm ich noch hoch? Ja. Das Ding hält perfekt an und Edward natürlich daneben. Was gibt's denn hier? Eine neue Quest, wo richtig viel Kohle zu holen ist. Na, da lohnt sich der Besuch auf der Insel doch jetzt schon mal. Da ist mir gerade der Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. Assassinenauftrag, der Schatzjäger. Eine spanische Expedition sucht auf dieser Insel nach einem verschollenen Artefakt. Der Anführer der Gruppe ist ein Finanzier. Ach so, ist ein Finanzier der Templer. Er muss sterben, bevor er das Artefakt findet. Okay, Auftrag annehmen. Wenn es einer der Templer ist, dann wird er nicht lange leben. Flip. Genau in der Mitte natürlich. Die goldene Brigitte, Mitte. Man nennt sie auch die goldene Brigitte. Sie befindet sich meist in der... Wisst ihr, hier liegt einer rum mit einer Flasche. Wieso sieht den keiner? Okay. Ich meine, oder hier diese Schätze? Ich meine, die werden doch wohl... Irgendeiner wird doch mal hier hinter geguckt haben. Zumal hier eine offene ist. Du siehst ja auch, was hier liegt, ne? Irgendeiner wird doch gesehen haben. Alter, das sind zwei Kisten. Aufmachen, Geld mitnehmen. Na, Süßer. Kann ich den Hund kraulen? Oh, wie süß. Nochmal. Oh, es ist ein süßer, kleiner, braver Hund. Ach ja. Ich mag Tiere. So, hier die Kiste. Bekannte Streitfrage. Seid ihr eher der Katzenliebhaber oder der Hundeliebhaber? Ich muss ja sagen, ich bin eher der Hundeliebhaber. Weil die Hunde ist, wenn du das sagst. Und mit die Katze wesentlich mehr Spaß haben als mit der Katze. Weil es ist eine Katze, die ist dann da und gut, kannst kuscheln mit der Katze. Aber ansonsten ist die Katze doch ziemlich langweilig. Mit dem Hund kannst du Spaß haben. Der tollt mit dir rum, rennt mit dir durch die Gegend. Deswegen ist der Hund ja auch der beste Freund des Menschen, ne? Ja, ich bekennt euch endlich zum Hundeliebhabertum. Das ist eine neue Religion, die gründe ich jetzt. So. Oh, da hinten ist unser Schiff, ey. Total geil. Höher als die ganze Insel. Jeha! Oh, gut, dass da mehr war. Das wäre nämlich unser Ende gewesen sonst. Alter, 2000 Meter in die Richtung? Wie groß ist denn die Insel? Ah, es ist nicht die Insel. Ach so, natürlich. Dann erklärt sich das. Mist, ich muss da hoch. Das ist nämlich die Suche von den Dingen, das ich brauche. Flup! Das ging einfach. Die Kugeln hätte ich aber gerne wieder, meine Damen und Herren. Der gibt mir wirklich die Kugel wieder. Und der hier? Der nicht. Schade. Bam. So.
Dann würde ich gerne mal meine... Oh, wie viele Kisten auf so einer kleinen Insel hier rum? Denkst du, die Leute sind arm und dann... Die wissen gar nicht, was sie machen sollen mit dem Zeug. Die legen es einfach... Das Dagama-Tagebuch, okay? Die legen einfach ihre Kisten irgendwo an den Strand, weil sie gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Geld. So, da hinten ist noch ein... Animus-Fragment. Bevor ich jetzt wieder zurücklaufe, renne ich lieber gleich dahin. Ich sehe auch schon, wo ich es bekomme. So ein Schiffsding. Ach, und da ist wieder so ein Schiffsladen. Ich frage mich mal, wie die in solchen kleinen Läden so viel reinpassen soll, aber okay. So, und zurück. Was gibt's noch hier so zu tun? Wir haben erkundet. Hier ist noch eine Flasche. Die holen wir uns auch 100 Meter. 100 Meter Sprint, los, komm einfach, gib alles, ja, wir toppen die Bestzeit, oh mein Gott, das schaffen wir, ja, 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 ja. Und mit den Seelen, ja, 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 und, du bist so langsam, Edward, hier, der hätte dich bis jetzt überholt. So, und da haben wir eine nächste Flasche, flupp, flupp und flapp, zeig ich mal her, das Zeugnis. So geil, der, ein kurioser Vorfall auf See. Auf meinem Weg in die Karibik loste ein kurioser Vorfall mein Tagtraum aus. Es war ein hemmungsloser Ausbruch von Gewalt, dessen Zeuge ich wurde und der sich für den Anstifter als fatal erweisen sollte. Der begnadigte Pirat namens Savory, der an Bord gekommen war, um als nun frommer Christ seine Schulden abzuarbeiten, starb er in einem Teufel voller Rum, weil er die vernünftigen Zurückhaltung seiner Kameraden als Beleidigung auffasste. Er kam durch eine Pistolenkugel ums Leben, die er selbst nicht die er sich selbst zufügte, als er seine Waffe für die 6 bevorstehenden Duelle lud, auf die er sich mit seiner Gruppe eingeladen hatte. Boah, wie lange geht das denn bitte? Wir alle waren traurig wegen des Unglücks, aber niemand bedauerte, dass unsere Mannschaft in seiner Abwesenheit ruhiger wurde. Trotzdem hatte der Anblick jener aus armen Tropfens, die er sich selbst verletzte und sein Blut ungehindert aus seinem Leib rann, eine Ahnung in mir geweckt, wie eine Idee, die schon lange in mir schlummerte und nur auf eine Gelegenheit wartete, wieder ans Licht zu kommen. Anstrengend. In den Augenblick kam mir ein Satz in den Sinn, den ich früher einmal gehört hatte. Der Code ist in ihrem Blute. Plötzlich ergab alles einen Sinn für mich, der Code des Lebens, wie die Pläne eines Schiffsbauers in Miniatur und doch verantwortlich für den Bau jedes Mannes und jeder Frau auf dieser Erde. Wie kann es, dass eine solche Idee in mir so sinnlos erschien? Wie konnte ich bereits verstehen, was in der modernen Philosophie bisher ohnegleichen war? Der Code des Lebens in unserem Blute, stell dir das vor! Diese Ideen kreisten viele Wochen in mir während jeder Überfahrt und verursachten einen solchen Maelstrom an Gedanken, dass ich sie nicht zu artikulieren vermochte. Ja, wunderschön. Wenn ich nochmal so bekloppt lese, dann, dann könnt ihr mich schlagen. Also einfach durch den Bildschirm lang und mein Gesicht über die Tastatur ziehen. Ihr wisst ja, wie das geht. Reden? Oh, oh, oh. Ganz dummer Fehler. Die Banditen besiegen. Geil. Komm her, los. Bitch, please. Und? Achso, die habe ich angerannt, weil ich gerade zur Bar wollte. Alles klar. Alles klar, der erzählt uns von einer Leiche, die irgendwo hier ist. Ach so, na, irgendwo ist gut. Ja, ich lasse es einfach mal an. Oh, was haben wir denn hier? Glücksspiel. Crew-Rekrutierung, heulende Seelöcke.
Aha. Das ist ja mal krass. Wie kostet mich der Spaß? Na, dann lasse ich das lieber. Captain Kenway! Captain Kenway, so nennen sie mich, mein Guter, so nennen sie mich. So, habe ich hier noch was auf der Insel? No. Okay, dann gehen wir auf zum Boot und mit dem Boot zum Schiff. Und dann geht's auch weiter. Nächster Halt, Hauptmission. Übrigens, an dieser Stelle mal Grüße an den Gronkh in Nassau, ne? Der ist ja gerade, soweit ich das verstanden habe, in Nassau, auf den Bahamas und genießt da seinen wohlverdienten Urlaub. Von daher Grüße von mir. Ne, da hinten geht's nicht durch, okay.